Hallo liebe Leute, heute ist mein 10. Tag hier in der Reha Klinik Berkeshüge. Heute ist Sonntag und ich habe Besuch. Und wir haben beschlossen, am Sonntag wollen wir in eine besondere Region fahren, weil ein guter Freund von mir ist leidenschaftlicher Eisenbahner. Und er hat herausgefunden, dass es hier in der Region eine Schmalspurbahn gibt, nämlich in der Kohlmühle. Da gibt es eine, da ist so eine Trasse, die durch den Wald geht, die früher da war. Und da gibt es auch Tunnel, die man sich anschauen kann. Und in Losdorf ist es dann eben die Station, wo dann auch die Schmalspurbahn und die Eisenbahn man bewundern kann. Dort sind viele nette Menschen, die da sich einen Verein gegründet haben. Also hier zum Beispiel, hier steht das hier, die Schmalspurbahn. Also steht hier geschrieben Schwarzbachbahn. Also wenn ihr mal Interesse habt, hier in der Region seid oder allgemein Eisenbahnliebhaber sind oder solche Projekte gerne unterstützen wollt. Ich will ja nicht Eigenwerbung machen, aber ich fand das so toll, wie die das so engagiert sind und das gemeinnützig machen und vielleicht hoffen, dass in der Region was sich verändert, irgendwie positiv. Und ja, die haben nun mal viel Spaß. Und ich fand das so, wie sie mit Herzblut das erzählt haben, habe ich gesagt, warum soll man nicht auch Vereine mal auch mal ein bisschen Werbung machen? Und jedenfalls, die haben schon uns gleich, als wir kamen, ein Getränk spendiert. Also hier, wollt ihr einen Radler haben oder wollt ihr einen Limo haben oder irgendwie. Die waren so richtig herzlich, fand ich so toll, dass die da offen waren. Klar, die wollen ja auch ein bisschen über ihr Projekt reden, was sie gerne und was sie lieben. Und nachdem wir da so fertig waren, wollten wir eigentlich essen. Hat nicht ganz funktioniert, der Plan. Essen, aber haben wir gedacht, egal. Wir haben ein bisschen Proviant dabei und dann haben wir eben einen kleinen Snack genommen und dann haben wir gesagt, okay, jetzt gehen wir eben langsam wieder zurück, dann gehen wir eben unterwegs oder woanders eben essen. Alles gut. Und der die Tour ausgewählt hat und der kennt sich in der Region so ein bisschen aus und hat gesagt, da oben auf dem Berg gibt es ein kleines Schlossburg, irgendwie so. Eigentlich heißt es Schloss, aber es ist wie so eine Burg. Und die heißt Raubschloss. Und dann sind wir eben dann da die Treppen raufgegangen, also so auf dem Berg. Ist klar, Burgen waren immer auf dem Berg. So gefühlte so 200, 300 Stufen und man ist ungefähr 10 Minuten hoch. War sehr schön, war sehr interessant. Auch so die Tafeln, die da oben standen, was da drin drauf geschrieben war. Und ich glaube, ich war seit Ende des 13. Jahrhunderts ist diese Burg gebaut worden. Ist natürlich so eine kleine Ruine nur da. Und dann haben wir gesagt, wollen wir da wirklich wieder runter die Stufen gehen, die 300? War so ein bisschen steil. Und dann meinte er, ach, da hinten ist noch mal, da geht es noch mal runter bestimmt. Also da sind welche langgelaufen mit einem Kind, mit einem Kleinkind. Also haben wir gesagt, okay, wir laufen denen hinterher. Und dann haben wir festgestellt nach einer Weile, das ging nicht runter, das ging nach oben. Und dann sind wir eben auf den Schwarzbach oder Schwarzberg heißt der, glaube ich, der Berg, sind wir raufgewandert. Bestimmt eine halbe Stunde dann auf dem Berg und das war so anstrengend, das war so heiß. Aber wir haben es geschafft. Und dann sind wir oben angekommen und dann haben wir gesagt, so, jetzt hier geht der Weg wieder runter. Dann haben wir natürlich dann unterwegs haben wir so einen kleinen Bach gesehen, und also eher so ein großer Bach, also es war eher schon fast ein Fluss. Und haben wir gesagt, oh komm, wir setzen die Füße mal rein. Und der eine hat gesagt, oh, ich mache mich jetzt nackig, ich gehe da rein, ich will abtauchen. Und dann ist der da wirklich reingegangen und dann dachte ich, oh, gehe ich da wirklich mit rein noch? Aber es war einfach so heiß und wir waren so verschwitzt und sind wir alle da drin gewesen, ein bisschen rumgeplanscht. Hat Spaß gemacht. Und ja, und dann haben wir gesagt, so, jetzt sind wir dann noch schnell essen gefahren und so in einem netten Dorflokal. Und ja, jetzt bin ich wieder hier und bin kaputt, freue mich auch schon aufs Bettchen. Ich bin, das war schon ein anstrengender Tag heute und das waren so ungefähr so 12 Kilometer, wie wir jetzt da durch den Wald gelaufen sind. Also jetzt reicht's mir. Ich wollte euch kurz einen kleinen Tagesrevue passieren, Dokumentation euch sagen, wie es mir ging und so.
Also wir hören uns morgen und ich wünsche euch eine wunderschöne gute Nacht, einen schönen Abend noch und bis dann. Ciao!